Ich sag nur, auch du bist schuld mit deinem verschissenen Computer. Oder ich bin schuld mit meinem bescheuerten Aufnahme-digitalen Scheiß. Kamera-Dingsbums da. Ich bin schuld, dass die Mineralien, ich meine die Edelmetalle und das Plastikölscheiß aus der Erde rausgezogen wird und dann zu meinem Vergnügen da, damit ich mal irgendwie ins Facebook schreiben kann, hallo, ich bin der Brotzel-Vollhangkopf. Deswegen wird die Erde verschmutzt und zerstört, weil wir so gierig nach neuer Technologie sind. Sag mir mal, eine verfickte, eine beschissene Hochindustrie, die nicht Aluminium abbaut, ohne die Erde mit ihrem dreckigen Scheiß Abwasser zu verseuchen. Also, wir alle sind mitbeschissen verantwortlich für die Kacke, die abgeht, ja. Das will ich nur mal ausdrücklich verbetont haben. Auch wenn du keiner auf mich hört, ich weiß. Wir sind ja so bequem und irgendwie ist es uns auch eigentlich scheißegal, weil wir machen es trotzdem. Weil eigentlich haben wir nichts zu verlieren, weil wir tun ja immer nur so, als hätten wir irgendwas. Als hätten wir ein Leben oder so, weil, als hätten wir Verantwortung, aber eigentlich haben wir ja gar nichts, weil wir so blöd sind, weil es uns ja gar nicht gibt. Außer vielleicht aus einem kleinen Furz in der Zeit, der wieder weggewischt wird wie nichts. Also, welcher Idiot soll jetzt da verantwortlich dafür sein? Der Präsident? Die Frau Bundesverkanzlerin oder was? Ja, dafür, dass so viel Scheiße auf der Welt abgeht. Die Kleinen, die auch nur beschissen überleben wollen, darum. Oder die Großen, die so viel, so voller Angst zugeschissen sind und immer mehr wollen, weil sie ihren beschissenen Rachen nicht vollkriegen, gell? Diese verfickten Scheißidioten, ja? Die wirst du nicht heilen können von ihrer Verblödung. Die können nur selber wegsterben und möglicherweise kommt dann ein anderer Gieriger nach oder auch nicht. Aber solange es die Gier gibt auf dem Planeten, wird der Planet ausgenutzt werden. Ja, wir wissen das, oder nicht? Aber möglicherweise, was soll man sagen? Bist du einer, der es nicht macht, der keinen Computer hat oder vielleicht einen recycelten Computer aus, wo nicht die Industrie dranhängt, die jetzt in Indien hier die Urwälder abhält, damit sie irgendwie Aluminium für einen Computer oder das Öl rausschießt von Plastik. Also es gibt keinen, der nicht schuldig ist hier auf dem schönen Planeten, wo einfach hier die Kräuter wachsen und so, ohne dich danach zu fragen, ob sie sollen oder nicht. Ja, vor allem mich nicht, weil ich weiß es ja gar nicht. Ich rede ja immer einfach nur voll doof drauf los. Ja, doof sein. Und schön leiden. Schön doof sein. Und noch besser leiden. Am besten unter der eigenen Doofheit, weil schlau, ich weiß nicht, ob da irgendwo jemals schlau draus werden kann. Vielleicht ist es ja schon alles zum Kaputtgehen verurteilt. Und weil es nichts macht, da geht's kaputt. Und dann tut's halt wieder verschissen neu sich rekonstruieren als ein wunderschönes was auch immer. Und dann gibt's wieder vielleicht Organismen, die sich getrennt fühlen von der Substanz, von der Erde, und die scheißen drauf. Die sind so blöd und denken, dass sie kleine abgetrennte Wesen sind und machen so viel kaputt. Und dann andere wollen wieder retten. Die retten dann, fühlen sich auch wieder von irgendwas beeinflusst. Denken, sie könnten kaputt gehen, wenn die Welt kaputt geht. Aber jetzt gerade, ey, ist doch schön hier. Guck, da liegt ein Stein rum. Ich habe nichts gemacht und der ist einfach da. Ob er jetzt nur schön oder hässlich ist, das stört den Stein nicht, ob ich ihn jetzt hier dahin schmeiß oder dorthin. Mei,
ich bin auch nur total verwirrt. Mit einem unendlichen Knoten von Knossos, der in meinem Hirn drin steckt. Der unendliche Knoten, alles total. Gibt wohl keine Lösung. Macht ja nichts, oder? Oder doch? Er macht alles kaputt. Ihr macht alles kaputt, ihr perversen, gierigen Schweine. Ich meine, ich mach mit. Ich hab so eine Kamera und auch einen Computer und ein Auto und noch irgendeinen anderen Plastikmüll und so ganze Scheiß. Aber ich weiß nicht, vielleicht führt's ja auch dazu hin, dass wir glücklich aussterben und da kommt was anderes dann wieder und wieder und wieder und was und immer Sen und immer weiter. Davy, den gibt's doch gar nicht. Also ich könnte vielleicht noch gar nicht weiter irgendwas sagen, was ich von dem ich nichts weiß. Darum reicht's für vielleicht jetzt mal. Jetzt hat. Tschüss!